Hallihallo und herzlich willkommen beim RuneScape Let's Play von Drago Basel. Wir haben uns mal für den Anfang eine Frau genommen. Ich hatte einen anderen Charakter noch, das war ein Mann. Und ich dachte jetzt einfach mal, ich nehme eine Frau, weil ich mir jetzt auch kein Name, ein männlicher eingefallen, was ich jetzt nehmen soll. Habe ich einfach meinen Frauennamen, den ich immer wieder verwende, genommen. Beziehungsweise meine Cousinsname. Und der nervt gerade ein bisschen. Ich habe jetzt einfach mal es gemacht, man kann es immer wieder ändern. Zuerst möchte ich euch noch kurz sagen, dass ich extrem frustriert war über die Anmeldungen, über das Zahlen und so weiter. Es ist einfach schlecht gemacht. Das müssen sie noch besser machen. Und wie kann man sich jetzt drehen? Da stand doch jetzt gerade WASD. Ich kann nur die Kamera ändern. Ah, vielleicht kann man jetzt gar noch nicht. Okay, ich muss mit dir über etwas sehr Wichtiges reden. Was ist denn los? Ich hatte einen Traum, eine Vision. Die Welt stand in Flammen. Ganz Gierlino wurde zum Opfer der Flammen. Als ich aufwachte, wusste ich, dass ich dich holen musste. Ja, sicher. Du bist etwas Besonderes. Du hast Talente und Fähigkeiten, von denen normale Menschen nur träumen können. Gielenor braucht Helden mehr als je zuvor. Deshalb möchte ich, dass du mit mir zum Festland kommst. Wenn wir da sind, werde ich dir die Orte zeigen, in denen du deine Talente einsetzen kannst. Aber bevor wir aufbrechen, müssen wir dich auf die Reise vorbereiten. Als erstes wirst du Essen und ein anständiges Schwert benötigen. Ja, Essen natürlich. Ich habe Hunger. Das rostige alte Ding, das du da hast, kann man ja nicht mal zum Brote abschneiden benutzen. Wer bist du? Ich bin Gudrik, das Verderben des Verdorbenen und der Schütze des Schutzlosen. Stolzes Mitglied der Gesellschaft, unerschrockene Abenteuer und dreimaliger Sieger des Preises für den Bart des Jahres, klar. Ja, ja. Ich dachte irgendwie des besten Redners. Bist du etwas auf den Kopf gefallen? Wir sind in Ashdale, weit entfernt vom Festland. Wo sollen wir denn sonst sein? Na, vielleicht. Plötzlich in einem Spiel? Was ist der Plan? Wir müssen dich für die Reise zum Festland vorbereiten. Unser Ziel ist der Hafen, aber erst müssen wir dir Essen besorgen. Das heißt, wir müssen zum Angelplatz gehen. Ja, sicher, und ich muss Fisch essen. Ich hatte gestern schon Fisch. Dann mal los. Gerne. Ja, ja. Darf ich jetzt auch laufen? Ich darf immer noch nicht laufen. Okay, mit der Maus. So, wahrscheinlich habe ich das einfach falsch gelesen und das ist einfach Kamera. Moment, hörst du das? Bei Saradamas Bart tötet diese Abschlägigkeit. Ja. Okay. Der schwierigste Kampf des Lebens. Ich muss es schaffen. Boah, knapp. Puh. Was im Namen von Amadeus Augenbrauen war das? So etwas ist noch nie in Eichstelle passiert. Ja, kannst du mir mal ein bisschen erklären, was du da versprichst? Du kannst die Fähigkeit Zersäbeln benutzen, um mehr Schaden auszuteilen. Auf die Eins, okay? Moment mal, hörst du das? Ja, mehr Schaden, ganz genau. Wenn du die Tätigkeiten in RuneScape ausführst, erhältst du Erfahrungspunkte, mit denen deine Fertigkeiten verbessert werden. Gute Arbeit, du hast tapfer gekämpft. Die Frage ist, wo kamen diese Kreaturen her? So etwas habe ich noch nie zuvor in Ashdale gesehen. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Ich bin auch nicht mehr so jung, wenn uns eine Gefahr droht, wirst du Ashdale schützen müssen. Hey, das ist zu klein, ich kann das fast nicht lesen. Wie dem auch sei, machen wir weiter. Erstmal halten wir uns an den Plan, dich auf der Reise zum Festland zu vorbereiten. Aber wir sollten unsere Augen nach Ungewöhnlichen offen halten. Ja, ihr seht es jetzt schon ein bisschen. RuneScape ist ein MMORPG.
das zu einem Teil kostenlos ist, aber natürlich viel Content für Zahler gibt. Scheinbar sind 90% Zahler. Es kostet 9 Euro pro Monat und man bekommt Vorteile und so weiter. Ich persönlich, ja, tue es jetzt mal bezahlen, also hab's bezahlt, um euch einfach diesen Content zu zeigen. Wie lange ich das machen kann, weiß ich jetzt nicht. Ich habe ja nicht so viel Geld. Aber ich werde schauen, dass ich es kann. Und euch da lange Content zeigen kann für von RuneScape. Ja. Das Spiel gibt es schon lange. Wurde immer wieder verbessert. Sieht jetzt eigentlich sehr hübsch ansprechend aus. Für ein ehemaliges Browser-Game. Und es hatte sowas von hässlicher Grafik früher. Ich hatte es gespielt, als es rauskam. Ich hatte es gespielt, als es mal die Mitgliedschaft dann gab. Dann später, als die neue Grafik kam. Also ja, neue Grafik, die erste neue Grafik. Und jo, es ist halt nicht so ganz meins, weil es ein bisschen langsam ist, aber es ist cool mit diesen Fähigkeiten. Und ja, für einen Let's Player wie ich, der auch ein bisschen Gags und so ein bisschen einbauen will, ist es gut geeignet. Ich werde es dann schon sehen, wieso. So, Zeit zum Fischen. Hier sind ein paar Köder, damit du loslegen kannst. Ist es jetzt besser geworden? Ich hoffe es jedenfalls. Man muss gar nichts mehr machen. Musste man nicht irgendwie etwas drücken? Ah nein, in RuneScape war das immer so komisch. Also kamen die Fische einfach ins Inventar. Gut, Levelaufstieg im Fischen, ja. Kann man mit denen reden? Wahrscheinlich nicht. Was mit niemandem? Das ist schlimm. Dann schlachte ich ein paar Kühe. Oder pflück irgendwelche. Was sind das? Laternen? Okay, das sind Laternen. Ja, dann haben wir hier. So wie hier werden wir suchen in deinem Rucksack nach dem Fischen und benutzt dann das Feuer, um sie aus zuzubereiten. Okay. Aha, links klicken. Ja, dann. Aha. So. Es ist fertig. Gut. Es wurde recht gut erweitert. Wir haben das vor einem Jahr, anderthalb Jahren, zwei Jahren, irgendwas so gespielt. Kurz und ja, da hatte ich plötzlich irgendwie nicht mehr so Bock. Also es war richtig nervig damals mit diesen Belagerungen. Und ja. Ja, mit dem Messer kann man sich am besten heilen. Man sollte immer etwas bei sich haben. Für den Fall, dass man in einem Kampf verwickelt wird. Und jetzt machen wir die erstmal mal ein neues Schwert. Das rostige Ding, das du da hast, kannst du nicht mehr lange benutzen. Ich muss es selber herstellen. Du hast gesagt, man findet eins. Das ist so irgendwas. Was ist das? Okay. Wie kann man eigentlich rennen? Das wird doch hoffentlich erklärt. Was haben wir denn hier? Stup sie mal an, damit wir auch sicher sein können, dass sie tot ist. Ich glaube schon. Ich hab's erwartet. Ja, sie gleich mal. Okay, sie ist schon tot. So, bei Salamons Bart. Ah, Saradomins Bart. In all meinen langen Jahren habe ich so etwas noch nie gesehen. Was auch immer hier geschieht, es ist ernster, als ich gedacht habe. Resident Evil. Siehst du so aus, als ob du ein neues Schwert benötigst? Dein altes ist irreparabel. Gehen wir zum Steinbruch, um Erz für dich zu besorgen. Beim Steinbruch holt man kein Erz, aber ja. Hat es keine Mine hier? Da unten, ja klar.
Wenn man da unten Steine, Ding bekommt, Erz bekommt, ja, da ist sogar Erz. Ja, ja. Du brauchst etwas Zinn und Kupfer, los geht's. Ja, also einfach. Das ist sicher schwierig. Sliesken, sie, was Sliesken, Teil. Wähl eine Option. Hä? Ansprechen. Graz, Monika Basser, du bist jetzt der stolze Besitzer einer sagenhaften Sliesken-Teils. Dieses sensationelle Teil werden dir von großen Sliesken präsentiert. Dem Spielmeister der Exo-Klasse zu Ehren seines großartigen Spiels. Ja, ja, ganz klar. Sliskens sensationelles Spiel schlägt in ganz Gielonor und darüber hinaus werden ganze Religionen schreien die Frage in die Welt hinaus. Wer stirbt wohl als nächstes? Du kannst sie angucken, wer gerade am Gewinnen ist, wenn du zur aufregenden Liste im Zentrum der großen Markthalle gehst. Okay, hab's verstanden. Machen wir mal später. Wenn wir auch können. Irgendwie ist die Animation immer noch das gleiche. Schade. Kommt vielleicht bald. Also, die haben irgendwie richtig langsam etwas Freude am Spiel. Also, ich bin froh, dass die das so weiterentwickeln. Leider haben sie so die Prioritäten nicht gerade im Kopf. Ich kann dazu später noch etwas sagen, aber ja, es ärgert mich ein bisschen. Gut, du hast alles, was du brauchst. Gehen wir zur Schmiede. Ich hab keinen Bock. Ist schön gemacht hier, hä? Für ein nicht gerade sehr aufwendig gestaltetes Spiel haben die sehr gute Designer, um mit Detail, ja nicht loser, aber nicht so detaillierter Grafik, doch etwas hinzuzaubern, das schön ist. Als erstes müssen wir den Schmelzofen benutzen, um einen Bronzebahn herzustellen. Ah, das nervt mich ein bisschen. Das auswählen. Fertig. Sehr gut. Benutze jetzt den Amboss, um ein Schwert herzustellen. Und Kupfer gibt's nicht, Kupferbahn. Ja, ist halt auch weich. Was? Amboss. Stimmt. Schmieden. Hopp, hopp, hopp. Die beste und stärkste Frau der Welt. So. Handhaben. Sorry, dass ich übersprungen habe. Moment mal, hörst du das? Es klang, als ob das aus der Kirche kam. Gehen wir. So. Wie die läuft. Sehr genüsslich. Hey, hallo, kann ich nicht mit euch reden? Halte dich bereit. Mir schwant, als ob uns ein Kampf bevorsteht. Ja, easy. Wir sind ja die stärkste Frau der Welt. Komm schon. Wir fühlen uns noch schwach und gebrechlich, aber ja. Halte dich bereit, mir schwant, als ob uns ein Kampf bevorsteht. Hilfe. Und jetzt? Lich King? Oh, jetzt geht's los. Resident Evil. RuneScape. Special Version. Aha. Läuft doch, oder? Und er macht einfach mal nichts. Genau. Was hast du?
Ja, hey. Ich kann nichts machen. Ich greif die an jetzt. Ja, das kann ich gar nicht. Wie die rückwärts läuft. Heftigst. Knack. Komm schon. Sie stirbt einfach. Auf sie. Weh, du bringst mich um. Okay, das ist gar nicht die Anzeige fürs Leben gewesen. Ich hatte noch keinen Schaden. Ja, sie haut ab. Wir besiegen sie. Hast du nicht mehr Schaden? Bisschen komisch. Oh. Und jetzt? Morwenna, nein, wie kann das sein? Wie hast? Ich bin der Auserwählte. Die Auserwählte des guten Gottes. Diesen Kampf werden wir nicht so schnell wieder vergessen. Du hast dich tapfer geschlagen. Ich bin wirklich stolz auf dich. Und die Kirche hat sich auch irgendwie wieder erholt. Scheinbar. Ja, ich bin wirklich stolz auf dich. Die Dorfbewohner möchten dir sicher für deine Hilfe danken. Triff mich am Hafen, wenn du bereit bist, zum Festland zu reisen. War das eine Rakete? Okay. Nehmen Morwennas Kopfbedeckung. Oh. Anziehen. Okay. Ich bin nicht mehr so glücklich über diese Kopfbedeckung. Ansprechen, Sarah. Sie scheinen die Lage gerettet zu haben. Aber meine Stimme nicht. So, danke schön. Danke, Rhabarbergesicht. Danke, Apfelhirn. Danke, Apfenvisage. Was ist denn nett? Das ist doch gar nichts nett. Ja, Rhabarbergesicht. Haha, sehr gut. Was steht für die Helden von Ashdale als nächstes auf dem Plan? Ich reise zum Festland. Sie verlassen uns also? Da fällt mir ja ein Stein vor Herzen. Das war nur ein Scherz. In Wahrheit werden sie mir fehlen. Ohne sie werden es nicht mehr die gleiche sein. Was haben sie vor? Manche Leute sind für was Großes bestimmt. Kürbiskopf. Der Rest von uns muss einfach das Beste aus unserem Schicksal machen. Ihre Zukunft liegt jenseits des Meeres, weit entfernt von Ashdale. Aber ich werde immer hier sein, wenn sie mich besuchen möchten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der danach. Gute Arbeit, meine Liebe. Sie haben wirklich Mut bewiesen. Haben Sie Köder zum Fischen? Ja. Natürlich, bitte sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie noch mehr brauchen. Süß. Süß. Ohne Gudrik hätte ich das nicht geschafft. Gudrik ist genauso tapfer wie stark. Ashdale sollte den beiden dankbar sein. Ein Schaden ist stark. Wow. Ja, was haben wir da noch? Der Dickory. Ein dreifaches Hurra auf die Heldin von Ashdale. Sie scheinen ziemlich glücklich zu sein. Ja, und warum auch nicht? Die Sonne scheint, es wird ein laues Lüftchen und dank ihnen sind alle in Sicherheit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine Gute. Hier können wir wahrscheinlich nichts mehr machen. Das ist sowieso nur Tutorial. Jetzt werden alle meine schöne Kopfbedeckung sehen.
Ach, die Spieler werden wahrscheinlich jubeln. Gut, dann gehen wir mal. Sie läuft wie eine Schlampe. Dieses Boot wird uns zum Festland bringen. Benutze einfach die Laufplanke, um an Bord zu gehen. Ja, ich bin bereit zu gehen. Erst werde ich noch etwas fragen. Na schön, schieß los. Kannst du mir mehr über Wormänner, die grausam erzählen? Sie war eine böse Nekromantin, die Gilliono während des vierten Zeitalters terrassiert hat. Sie ist vor hunderten Jahren gestorben, aber jemand muss sie wieder zum Leben erweckt haben. Was der Grund angeht, warum sie hergekommen ist, vielleicht hat es damit zu tun, dass ich ihr Grab geplündert habe, als ich noch ein Abenteuer war. Schau mich nicht so an, wir hätten es wissen können, dass sie... Aber wir hätten nicht wissen können, dass sie von den Toten zurückgekehrt würde. Was ist mit deinem Arm passiert? Das ist vor Jahren geschehen. Ich war dabei, die Karinianische Wüste zu erkunden und habe mich aus Versehen mit Kalpiten angelegt. Teuflische kleine Viecher, diese Kalpiten. Wahrscheinlich genauso klein wie du. Sie haben mich übermannt und nun ja, das Ergebnis kannst du ja sehen. Es ist jetzt ganz schön schwierig geworden, Einweggläser zu öffnen. Ja, du Arme, hey. Was machen wir als nächstes? Ich finde den Humor irgendwie lustig von RuneScape. Vor allem für die deutschen Sprecher, die englischen kenne ich ja nicht so gut. Wir haben Morvena die Grausame besiegt und dich für die Reise ausgestattet. Jetzt musst du nur noch an Bord des Schiffes gehen und zur Festlang zu gelangen. Okay. Ich bin bereit. Geh einfach an Bord, ich werde direkt hinter dir sein. Du kommst mit. So. Können wir gleich mal fischen? Nein. Wir machen irgendwas Tolles. Fischen ist in den Games immer so langweilig. Außer also Minecraft mit einer Super Angel. Das ist Tavalei, die westliche Provinz des Königreichs Asganien. Tavalei kenne ich gar nicht. Wie sieht das aus? Hä? Wo sind wir hier? Irgendwo in der Eislandschaft. Mein Haus ist nur ein Steinwurf von hier entfernt. Gehen wir. Ja, so weit waren wir das letzte Mal nicht. Ja, dann haben wir hier... Als erstes möchte ich dir dies geben. Es ist ein Edelstein, mit dessen Hilfe du Kontakt zu mir aufnehmen kannst. Nein, bitte nicht. Nicht noch mehr Kontakt. Dann kannst du, selbst wenn ich weit entfernt bin, mit mir reden. Aha, so schnell geht das. Okay, es ist Sommer. Wenn du mit Gudik sprechen möchtest, klicke einfach auf die Schaltfläche. Klicke auf diese Schaltfläche, um den Wegweiser für deine Aufgabe zu deaktivieren. Klicke hier, um das Hilfesystem-Interface zu öffnen. Schwere. Ja, sollen wir nach Lumbridge gehen, denke ich schon, oder? Das ist nämlich das, wo wir das letzte Mal gestartet sind. Hä? Jetzt wollen wir doch ein bisschen mehr sehen. Momentan musst du die Einstellung von deinen Hinweisen nicht ändern. Klick auf OK, um fortzuhören. Und wo ist OK? Ah, da oben. Jetzt möchte ich dir das Magnetit-Netzwerk erklären. Magnetit. Spiel doch ein anderes Game mit Magnetiten. Gilino ist so weitläufig, dass die meisten Leute das Magnetnetzwerk benutzen, um von A nach B zu gelangen. Um von einem Magnet zu anderen zu gelangen, musst du den Basisteleporter benutzen. Keine Angst, das ist ein Kinderspiel. Ja, dann klicken wir mal hier drauf. Und wahrscheinlich hier. Ich gehe hier oben hin. Kann ich nicht. Hat sich was Neues gemacht? Ja, Mondinsel war schon.
Irgendwie gibt es neue Inseln, wo man so zufällige Sachen machen kann. Gehen wir sicher bald, wenn wir können. Sobald wir können natürlich. So. Die Minikarte zeigt dir die Gegend, in der du dich gerade befindest. Linksklick auf die Minikarte, um zu dem Ort zu gehen. Okay. Muss ich das jetzt machen? Nein. Das sieht sowas von gut jetzt aus. Endlich mal auch ein bisschen Düsternis, ein bisschen, wie sagt man denn, durch die Nacht so ein bisschen trübe. Ist richtig schön. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Parts. Ja, wir haben noch ein bisschen Ding. Zeit übrig. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich brauche Hilfe. Was für Hilfe brauchen Sie? Einige Kultanhänger Zamoraks haben einen Gefangenen mit in die Katakomben genommen. Ich weiß nicht, was sie in Schäde führen, aber ein Kaffeekränzchen ist es sicher nicht. Es waren drei und ich bin nicht mehr so jung wie beim letzten Mal, als ich hier war. Ich möchte nicht ohne eine Verstärkung dort hinuntergehen. Woher wissen Sie, wer ich bin? Ich habe meine Quellen. Ich habe den Eindruck, dass man sie im Auge behalten sollte. Über sie könnten eines Tages Heldenstaten geschrieben werden. Wer sind Sie? Mein Name ist Xenia. Ja, genau, Xenia. Und wo ist Herkules? Ich bin ein Abenteurer. Man könnte wohl sagen, dass ich zur alten Garde gehöre. Ich war bei der Gründung der Gilde der Champions dabei und habe so einige Abenteuer erlebt. Langsam werde ich aber etwas alt für solche Sachen, weshalb ich Ihre Hilfe benötige. Ich muss jetzt leider gehen. Oh. Was für Hilfe brauchen Sie? Ich werde Ihnen helfen. Linksklick auf die Schaffläche, um das Abenteuer anzunehmen. Das hatte ich gehofft. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Gehen Sie die Treppe herunter, ich werde Ihnen folgen. Oh. Oh. Los, Karl, die Zeit läuft uns davon. Ralf, bist du dir sicher? Es muss doch einen anderen Weg geben. Wir haben einen Blutpakt abgeschlossen, Karl. Für uns drei gibt es keine Umkehr mehr. Ja, aber... Müssen wir diese Idioten mitnehmen? Ja, erinnere dich an den Blutpakt. Du hast doch das Buch gelesen. Lass mich gehen. Ich habe keinen Blutpakt abge... Halt die Klappe. Karl, du bleibst hier. Bewach die Tür. Und du kommst mit. Okay. So, ja, ich bedanke mich mal fürs erste Schauen dieses neuen Let's Plays, klar. Und, ja, wie es weitergeht, erfahrt ihr dann täglich. Mal schauen, wann ich es hochlade. Eventuell kommt es am Morgen und trägt ihn dann am Mittag, Nachmittag so. Jo. Also, auf Wiedersehen und Dankeschön fürs Schauen. Auf, ja, bis zum nächsten Part. Tschüss.